Sie waren die Herrscher der Lüfte. Himmelsboten wie aus einer anderen Welt. Noch heute haben die Luftschiffe eine mystische Anziehungskraft. Auch auf sie. Elinor Kämpfe, direkte Nachfahren des Grafen von Zeppelin. Mein ursprünglicher Name war Elinor Alexandra Hedwig Elisabeth Freienkönig von und zu Wachthausen Sommershausen. Und das ist doch sehr lang. Und da denke ich heute mit Elinor Kämpfe geht wesentlich schneller. Im Flugzeug landet die Urenkelin des Grafen in Friedrichshafen. An die Zeppeline erinnert nur noch ein Brunnen. Ihr Urgroßvater wollte die Luft überm Bodensee nicht mehr nur den Vögeln überlassen. Vor über 100 Jahren baute er hier sein erstes Luftschiff. Elinor Kämpfe geht in diesem Film auf Spurensuche in die Vergangenheit. In ihr Leben, in das ihrer Familie und in die große Zeit der Zeppeline.